Wenn man seine Passion gefunden hat und richtig Gas geben will, gibt es immer wieder Leute, die sagen, das, was du machst, ist scheiße. Die gibt es zum Beispiel auch in deiner Familie oder enge Freunde von mir. Und deswegen muss man auch manchmal sagen, ey, so machen wir das nicht. Und davon handelt die heutige Folge. Da wollen wir ein bisschen in das Mindset reingehen und auch die Frage klären, ob man nochmal studieren müsste, um Fotograf und Fotografie zu lernen. Das ist der dritte Teil aus dem Interview im Spotlight. Tobi Holzweiler, der Vollzeitfotograf, der es geschafft hat, von der Rewe-Kasse für Simon Desio, für Porsche und andere viele große Kunden zu shooten. Und bevor ich hier lange laber, lass uns direkt reinstarten in das Interview. Viel Spaß! Was ich noch sagen wollte, ist zu diesem ins Wasser springen Aspekt. Ich glaube, Sam Kolder hat mal in irgendeinem Interview, was ich gesehen habe, gesagt: If you want to live an exceptional and extraordinary life, you have to give up many of the things that are part of a normal one. Man muss auf diese ganz normalen Sachen im Leben, wie zum Beispiel, ich habe eine Wohnung in der Stadt, ich gehe jeden Tag Kaffee trinken oder so. Manchmal muss man diese ganzen Sachen, die eigentlich geil sind, die muss man manchmal cutten. So, da musst du dich davon trennen, damit du in einem anderen Bereich, wenn du es wirklich willst, damit du da halt nach vorne kommst. Man muss so diesen Luxus oder so, muss man ein bisschen zurücknehmen irgendwie. Oder das, was man sonst macht, was einen aber nicht so weiterbringt, was so zu seinem Leben gehört oder so, muss man manchmal einfach so weg, damit man selber weiter nach vorne kommt. Ich hatte das nämlich ganz häufig, wie ich gerade eben meinte, ich habe irgendwie keine Zeit, Instagram-Nachrichten zu beantworten oder mir 5 Minuten Sprachnotizen anzuhören oder so. Dann ist das vielleicht hart, weil ich mir denke, ja, ich sag dem jetzt halt ab, so ist eigentlich doof. Aber ist es eigentlich nicht, weil du musst einfach... Du darfst dich nicht zu sehr auf die anderen Leute dann auch so konzentrieren, sondern du musst vor allen Dingen immer bei dir selber sein und so wissen, so okay, was ist jetzt gut für mich? Weil ich hatte das nämlich jetzt in der Zeit, gerade wo ich in anderen Städten gewohnt habe, habe ich halt wirklich sehr viele Freunde vernachlässigt, aus der Heimat oder von egal wo, die das dann auch nicht so richtig verstanden haben, so Alter, warum sagt er mir jetzt ab, warum macht er jetzt das, warum fliegt er wieder dahin und kommt nicht zu meinem Geburtstag, so. Das ist dann echt hart, also, weil viele verstehen es auch nicht, meine Family versteht es auch nicht immer, so. Als meine Selbstständigkeit losging, haben alle so ein bisschen gesagt, so, ach ja, lass den Tobi mal seine Fotos machen, so. Die wollen natürlich auch alle nicht, dass ich sowas mache, sondern lieber, dass ich irgendwo arbeite, in einer Agentur oder in einer festen Firma, wo ich immer gleich viel Geld kriege, so. Aber die verstehen das halt dann nicht. Und da muss man echt ein bisschen die Zähne zusammenbeißen und sagen, ey, ja, das ist jetzt zwar scheiße und der mag dich gerade vielleicht ein bisschen weniger als sonst, weil er jetzt gerade nicht das kriegt, was er will. Aber wenn du so ein bisschen deine Leidenschaft so gefunden hast und da halt auch wirklich mit nach vorne kommen willst, so dann, ja, dann musst du auf dich selber achten und nicht darauf, ob jetzt, weiß ich nicht, darauf, dass deine Tante das gut findet. Dass du, ne, genau, richtig, ne, das, ja. Ja, das ist ganz wichtig, das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Und das ist auch schwierig auf jeden Fall in vielen Zeiten, aber das Ding ist, was ich glaube ist, wenn du dir selber hilfst, also solche Dinge machst, wo du dich jetzt mal selber egoistisch in den Vordergrund rückst und sagst, ey, ich mach das gerade für mich, weil ich das will. Du hilfst letztendlich viel mehr Menschen dabei, auch wenn du sie erstmal wegstößt, langfristig, indem du einfach du bist. Dann bist du ein viel besseres Ich. Dann kannst du Menschen halt einfach viel besser helfen, wenn du dich um dich selbst kümmerst und dich nicht die ganze Zeit für andere verstellst und für andere irgendwie flexibel hinbewegst. Ich glaube, das ist echt eine schwierige Sache, aber eine total wichtige Sache. Übelst. Also einfach, indem man, wie du gerade schon meintest, wenn man einfach wirklich man selbst ist und das vor allen Dingen macht, worauf man irgendwie Bock hat am Ende, und sich nicht irgendwie so von 10 Seiten irgendwie so reinreden lässt, willst du nicht das oder komm mal hier und mach halt noch das so. Wenn du selber so zeigst, wie man es eigentlich machen sollte, indem man einfach sehr viel auf sich selber auch achtet, dann inspirierst du damit wirklich sehr viele Leute, das einfach auch selber zu machen und dann sehen das wieder andere Leute und das ist ja wie ein Schneeballeffekt am Ende, ne? Wenn wir einfach alle mal lieb zu uns selber wären, so Alter, dann, es wäre so vieles einfacher. So viel Energie, die dann dabei entstehen kann. Ja, Mann. Mega nice, ist total valuable information. Viel Mindset. Jetzt will ich noch mal einmal kurz zurückgehen und dich fragen, würdest du jetzt noch mal studieren? Wenn du das alles wüsstest, wo du heute sein könntest, würdest du sagen, deine Ausbildung hat dich dann vorangebracht oder dein Studium, der klassische Weg, eine Ausbildung zum Fotografen, macht das Sinn? Ja, ja. Oder nicht? Also prinzipiell finde ich das nicht verkehrt. Man schnuppert einfach wirklich sehr, sehr gut in diesen Bereich erstmal rein. Also ist jetzt egal, ob du ein Studium machst oder eine Ausbildung, wenn du da an Leute erstmal kommst, Leute kennenlernst, die auch was in dem Bereich machen, dann lernst du wieder neue Leute kennen und wieder neue Leute kennen und so. Und man kommt in so einen Bereich irgendwie dann einfach sehr viel besser rein. Das ist ja auch ein Grund, weswegen man so auch so ein Praktikum mal macht oder so irgendwie so ein Internship irgendwo oder du machst ein Volo irgendwo, weil du einfach dann die Möglichkeit hast, wieder neue Leute kennenzulernen und wie auch immer. Und daraus ergibt sich am Ende immer wieder irgendwas Neues. Also grundsätzlich, so eine Ausbildung zu machen oder auch Studium zu machen, ist cool.
Man darf halt nur nicht gerade in diesem kreativen Bereich dann denken, okay, ich mache jetzt die Ausbildung und danach fange ich in der Agentur an und bin so direkt King Louis. So, es funktioniert halt nicht. Genauso wie Studium, genau dasselbe. Dann hast du zwar am Ende wahrscheinlich dein Bachelor irgendwie, aber das macht dich jetzt nicht zum geilen Fotografen oder irgendwas so. Es ist vielmehr das, was du halt nebenbei machst. Das macht dich genau, eher zu dem. Genau, richtig. Ja. Genau. Du lernst das eine im Studium oder in der Ausbildung und versuchst es dann selber irgendwie umzusetzen. So, es ist ja nichts anderes, als hättest du eine Vorlesung, dein Prof sagt dir irgendwas, du verstehst es oder hörst einmal zu. Wenn du es dann nicht zu Hause selber auch nochmal irgendwie runterschreibst oder so, wie willst du das in der Klausur können? So, ne? Das ist ja, also man muss immer das, was man so aufnimmt, ist egal, ob es Studium ist oder Praktikum oder Ausbildung, versuch es selber irgendwie umzusetzen wieder, in einer anderen Art und Weise vielleicht, mit deinem eigenen Stil. Nur dann bringt es was. Ja, das ist das, was wirklich zählt. Richtig, ja. Du kannst auch ein Buch lesen, was mega geil ist. Das bringt aber erst richtig dann was, wenn du dich dann nochmal mit deinem Kollegen darüber unterhältst, dein Wissen teilt, er gibt wieder Wissen zurück, so, erst dann ist das so richtig Bäm, Alter, genau so. Genau das. Ja, übel. Mega geil. So, und schon ist es wieder vorbei. Einen letzten Teil haben wir noch aufgenommen. Schaltet dort auf jeden Fall auch wieder ein, denn dort reden wir Klartext darüber, wie viel man als Fotograf eigentlich so verdienen kann, was man so für Aufträge kriegt, wie viel Tobi Holzweier in seinem Alltag so an Kundenprojekten verdient und so weiter. Vergesst auf jeden Fall nicht, dem Video einen Daumen nach oben zu geben, wenn es euch gefallen hat und was Interessantes für euch dabei war. Lasst ein Abo da, um auch in Zukunft keine Interviews mehr zu verpassen, und macht die Glocke an. Und zu guter Letzt noch eine Sache. Wenn du jetzt auch Bock hast, kreativ zu werden, deine Skills zu verbessern und noch ein krasserer Fotograf zu werden oder auch einfach Bock hast, mal Photoshop zu lernen und dieses Programm ganz easy mal so im Repertoire zu haben, dann kann ich dir nur empfehlen, check mal meinen Videokurs in der Videobeschreibung ab. Dort habe ich den dir verlinkt. Dort ist mein After Effects und Photoshop Masterclass. Dort bringe ich euch bei, wie ihr diese Software richtig easy lernt und dann geile Projekte damit machen könnt. Also wenn ihr Bock habt, checkt es ab. Und das soll es von mir heute gewesen sein. Peace. Und vergesst nicht, den letzten Teil auch noch abzuchecken. Euer Amon. Da kann man auf jeden Fall mehr Geld verdienen. Die Hälfte aller meiner Jobs waren auch wahrscheinlich umsonst.